So, da bin ich schon wieder. Ja, ich war ein bisschen filmfaul, bin gerade hochgerannt da. Ich stehe jetzt vor dem Ararat in Armenien. Ja, aber jetzt zum Video. Es gibt da ein bisschen einfach einen Zusammenschnitt und am Anfang und dann geht es an die Grenze. Georgien, Armenien, da erzähle ich euch, wie das Ganze funktioniert. Und danach gibt es wieder ein bisschen einen Zusammenschnitt. So kurz und knackig. Gut, also lassen wir los. Viel Spaß beim Schauen. Tschüss. Fantastische Landschaft. Wir sind hier auf dem Weg zum Dodo-Kloster und jetzt stellen wir fest, ja, da oben, da wohnen ja lauter Menschen in den Höhlen und auch Hunde. Ja, das ist ja mal interessant, hä? Mitten auf dem Weg. So, geht noch steil hoch da. Wir wissen nicht ganz, was das Problem ist. Also, das wird offenbar nichts mit der Besichtigung. Wir dürfen hier nicht stehen, meinen Sie irgendwie? Habe ich das so verstanden? Und wir müssen da irgendwie 2 Kilometer wegfahren und zu Fuß kommen. Aber um 6 Uhr haben sie zu und jetzt ist 5:30, also es reicht nicht. Aber trotzdem, wir haben es ja von außen gesehen. Jetzt fahren wir wieder zurück. Das Schwarze ist alles verbrannt da hinten. So, jetzt fahren wir genau an die Grenze von Aserbaidschan. Und zwar hier 50 Meter da auf dem kleinen Hügel. Da ist Aserbaidschan, da fängt es an. Und wir fahren jetzt an der Grenze entlang. So, laut Google, genau jetzt fahren wir über die Grenze in Aserbaidschan. Und da vorne, wo diese Brücke ist. Wieder rein! Da fahren wir wieder rein nach Georgien. So ist das. Ganz speziell. Google sagt uns das, aber ob das, ja, sind wir wieder drin dann. So, wir sind jetzt angekommen im Kloster David Gareccia. Wunderschöne Felswand hier, die muss ich euch zeigen. Und da oben ist das Kloster. Und soeben kam auch die Border Police. Wir wollten hier übernachten. Keine Chance. Wir müssen 10 Kilometer weg. Dann heißt das, Kloster wird jetzt angeschaut. Was die wieder zurück tun? Das ist Wasserversorgung. So. Musst du die Hunde zurückbringen? Don't know, don't know. So, jetzt gehen wir rein da. So, jetzt sind wir drin. Bei Dämmerung. So, das ist das Kloster im Felsen. Nicht schlecht. Eigentlich schon spannend, hier mal in der Nacht in der Dunkelheit zu gehen, weil wir jetzt so spät sind und wir müssen ja unten wieder wegreisen. Also schauen wir es jetzt noch am Abend an, das Kloster. Church. Hier drin ist die Kirche. Was? Da geht's im Keller. So, muss da Licht machen. Aha. Ah, ist ein schönes Labyrinth, da hat es überall Gänge. Ja, man sieht nichts. So, da geht's rein. Die Kirche.
So, ohne Licht. Das Licht ist irgendwie scheiße. So, sind wir drin. Diesen Kirchengebäude. So, jetzt hier mal ganz nah bei den Felsenbehausungen. So toll, da wir hier nicht stehen dürfen und die Straße jetzt nun mal an der Grenze entlang führt, müssen wir in der Nacht fahren und unser Leben riskieren. Ja, einfach toll in der Nacht Offroad fahren, gibt nichts Schöneres. Plötzlich sind wir dann in Aserbaidschan. Ja, das ist halt Google. Google sagt, hier ist eine Straße. Ja, eigentlich war das nicht der Plan gewesen, aber jetzt weiß man es. An der Grenze oder 10 Kilometer nahe darf man nicht übernachten. Gut zu wissen. So, gestern Abend hat es noch für diesen Platz gereicht. Rundherum sieht es so aus, grün, wie auf dem Foto. Jetzt geht's weiter. Kleine Wanderung bei den Red Mountains. Hier gibt es auch Regenbogenberge. Das sieht hübsch aus. So, wir stehen hier da am Stausee. Hat geregnet. Immer wieder. In der Nacht heftige Gewitter. Und jetzt sind wir da bei den Red Mountains. Das war das Ziel. Den Turi zuzuschauen. Es ist so rutschig und schlammig. Der ganz links ist der Geil. Ich bin extra hoch, weil da ist es zu steil. Deswegen habe ich einen höheren Weg genommen, da ist Flash. I get it. It is so full. Scheiße. Also wir sind hier völlig unfreiwillig in eine Gruppe geraten, denen wir und sie uns helfen, jetzt hier aus diesem Schlammbergen, weil es ja die ganze Nacht geregnet hat, wieder rauszukommen. René, lass dich nicht umschmeißen. Bleib standhaft. Das ist mal eine Kulisse hier. Hier vorne die traumhaften Berge. Wir stehen am Staudamm. Ganz toller Blick. Und hinten ist dann eine Industriestadt. Das sind echt Kontraste hier in Georgien. Unglaublich. So, da unten kommt der Sebastian. Er kommt und wir gehen weiter. So, da ist unsere steile Straße raus ins Flachland. Da ist alles Militärgebiet, da unten, das sieht ja aus wie ein KZ. Ja toll, da fährst du guten Mutes runter und dann plötzlich diese Stange. Blöd. Mal schauen, was wir machen. So, das Ding mal untersuchen, ob man es irgendwie abbauen kann, dass wir hier durchkommen, weil eigentlich ist die Strecke danach ja in Ordnung. Warum baut man sowas hierher? Ja, wenn man vor so einer Sperre steht, da muss man einen neuen Weg finden. Jetzt muss man die Böschung hier runter. Tja, ist natürlich schon steil jetzt. Wir reisen in einem Meer aus Schafen. Hier am Pass Richtung Armenien. So, wir haben irgendwo angehalten vor der armenischen Grenze auf einem Gebirgspass. Und da wurden wir jetzt eingeladen. Die wohnen völlig abgelegen. Und zum Kaffee, weil ich habe denen ein bisschen Holz geschenkt, was ich noch hatte, eine Kiste voll, was ich nicht nach Armenien mitnehme. Ja, und so leben die hier. So, wir sind jetzt am armenischen Zoll, also zuerst der georgische, dann der armenische und zwar in Guguti, das ist der mittlere und da fahren wir jetzt durch. Oh, jetzt sind wir da am georgischen Border
Und der Sebastian durfte jetzt vorfahren. Ich muss warten, einer nach dem anderen. Also die mussten da raus, dann hat er kurz ein paar Fächer angeguckt und dann mussten die da links beide durch das Gebäude rein laufen und jetzt weiß ich nicht, was sie da drin machen müssen. Warten wir mal. Okay, jetzt sind sie wieder rausgekommen, steigen wieder ein. Dokumente habe ich keine gesehen. Keine Ahnung, was die da drin gemacht haben. So, jetzt sind wir dran. War alles kein Problem, hat er gesagt. In die Hütte rein und dann wieder raus. Ja, jetzt fahren wir da. Die nordische Seite ging problemlos. Wir mussten auch ins Gebäude, einfach wegen Dokumentationsprüfung, Driving License, Fahrzeugausweis und Pass natürlich. Gesichtskontrolle für uns. Dann machen sie ein Foto vom Gesicht. Und das war's. Eine Versicherung, Nachweis, hat man mir erzählt, wo wollten die eigentlich sehen bei der Ausreise. Aber hier wollten sie das nicht sehen. Ja, ging alles ohne, ich hatte alles dabei, aber problemlos. Und jetzt geht's zur Einreise. Jetzt Armenien, jetzt sind wir aufgeschlossen. Wir sind ein bisschen in Schatten. Ich habe es endlich geschafft, weil der Computer hat gesponnen und jetzt bin ich mal registriert. Willkommen in Armenien, hatte gesagt, aber jetzt müssen wir noch irgendwie eine Fee bezahlen. So, hier war die nächste Kontrolle, der stieg wieder in den Camper ein, Fächer kontrolliert, alles gut und jetzt muss ich da zum Parkplatz und irgendwie registrieren. Nächster Schritt. So, wir sind jetzt beim Exit. Die machen nochmal eine Kontrolle und dann geht's hoffentlich raus. Hallo. Den Passierschein. Yes, so, wir sind drin. In Armenien ging alles eigentlich gut. Keine große Wartezeit, mittlere Zoll eigentlich. Ja, da hat es nicht so viel Verkehr. Naja, Computerprobleme gab es halt, ne? Computerprobleme mit meinem Schweizer Pass, weil die noch nie einen Schweizer Pass vor der Nase hatte. Der hat das fünfmal eingegeben und ich habe da sicher 10, 15 Minuten gewartet. Naja, aber sie waren mir wohlgesinnt und ging alles gut. Und ich erkläre jetzt gerade noch, was man da noch machen muss. Und Hunde wollten sie auch kurz sehen. Ja. Die Hundepässe, genau, 4 Stück. So im Nachhinein noch. Wir sind im ersten armenischen Dorf angelangt und hier besorgen wir uns Telefonkarten, obwohl ich habe noch Internet über Frankreich, über Free, das funktioniert ja fast auf der halben Welt. Und Bargeld. So, also weiter im Text wegen Grenze. Georgien, Armenien. Ja, im Zoll habe ich noch vergessen zu sagen, ein Gesundheitscheck wurde noch gemacht, beziehungsweise in alter Methode nur die Temperatur gemessen. Das war's wie damals bei der Vogelgrippe. Mehr war da nicht. Zum Glück ist das hier endlich auch vorbei. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem, wenn man durch den Zoll alles ist, dann muss man noch eine Taxe bezahlen. Und das sieht dann so aus. Und das Ganze hat 25 Euro gekostet. Man kriegt dann so einen Zettel, man muss zuerst bezahlen, nachher füllt sie das alles auf. Jetzt aber auch aufgepasst, wir haben jetzt nur 25 bezahlt. Ich habe schon auch schon gehört, dass manche 200 bezahlt haben. Man muss also aufpassen, dass vermutlich die das auch als Camper registrieren, wenn du da mit einem MAN ankommst. Und die sieht ja dann nur den Ausweis und mehr nicht. Und da kann sie vielleicht nicht lesen, dass da Camper oder was auch immer eingetragen ist. Und dann denkt sie, das ist ein normaler LKW. Und dann vermutlich wird es deswegen teuer. Ich habe jetzt nur schon ein paar Mal gehört, dass ein paar mehr bezahlt haben. Hier hat es zwei Codes. Ich denke, dass die entscheidend sind, wie teuer das es dann wird, ja. Also, das ist das. Und danach kann man eigentlich einreisen.
ging eigentlich alles gut. Jetzt sind wir in Armenien, erste Nacht, 0 Grad draußen. Da drin war es aber noch ganze 16 Grad, dank meinem Lüfter, der mit Wärmerückgewinnung funktioniert, war das jetzt nicht so schlimm. Dann, was ihr auch noch machen könnt, ist eine Versicherung abschließen. Das könnt ihr schon vorher oder auch nachher machen, das kontrolliert keiner. Und zwar bei ASWA. A-S-W-A. Armenien, A-M. A-M. Da könnt ihr die Versicherung abschließen, selber. Das kostet nicht so viel Geld. Für so viele Tage, wie ihr wollt, kann man alles angeben. Das hat, glaube ich, 20 Euro oder so. Ja, genau, 20 Euro gekostet, mehr nicht. Ich hab für 30 Tage mal. Und dann schauen wir weiter. Hä? Wir verlassen hier diesen schönen Übernachtungsplatz und haben leider bei dieser Böschung uns gerade am Unterboden festgefahren. An steilen Felsen entlang geht es jetzt runter in die Garnebschlucht. Schaut spektakulär aus, Wahnsinn. Jetzt stehen wir vor der Brücke in Alaverdi, die ist ja ganz speziell irgendwie. So eine habe ich noch nicht gesehen. Und die Brücke gibt einen super Blick auf so richtig alte Zeiten aus der Sowjetunion. Das ist eine Kupferfabrik, aber sie ist nicht mehr in Betrieb. Man sieht es, glaube ich. Ja, das sind mal Balkone, die wären bei uns schon längst geschlossen. Aber wunderschön, die Blumen und dahinter diese alten Häuser. So, wir haben uns jetzt mal verfahren. Jetzt fahren wir hier durch die Baustellen und durch die Schutthalde. Ja, wir sind in der Baustelle gelandet. Die schicken uns alle zurück, aber ich glaube, wir versuchen es trotzdem. Ja, eigentlich ein Straßengraben, aber da muss man jetzt halt mal durchfahren. Mit Schwung. Na, kein Problem. Also die Gefahr, dass er da jetzt kippt, ist doch zu stark, weil er mit dem Reifen rechts unten als erstes in die Grube fährt. Wir machen es so, wir fahren zurück, fahren gerade vor und fahren dann lieber die Straße nach unten statt nach oben. Das ist natürlich auch eine Lösung. Wir machen ihm jetzt mal kurz die Straße ein bisschen platter. Solche netten Menschen hier. Der macht gerade für mich die Straße, damit ich da durchkomme. Gibt ihm den Graben zu. Ja, also so ist das die sichere Variante. Und mit Unterstützung des Baggers war es jetzt auch nochmal easy. Jetzt von unten rauffahren, einfach noch mal wenden. Manchmal gibt es leider auch Löcher in der Straße hier. Tja, was der Radio alles kann, ist schon stark. Ja, was macht man nun, wenn so ein Loch vorm Reifen ist? Hm? Ich muss da muss ich rüber. So sieht das aus hier ländlich oben auf dem Berg. Jetzt fahren wir ein bisschen den Leuten am Gartenzaun vorbei. Bis auf eine schöne Stellplatzwiese sieht man dann so tolle Gartenzäune hier. Alles wird verwertet. Sogar alte Autos. Ist das spannend. Und nochmal Gartenzaun auf Armenisch. Und wir haben hier eine starke Landschaft entdeckt.
in diese Kirche darf auch der Hund, sonst ja nicht hier in Armenien, aber hier dürfen sie. Zwischenpause, wir haben auch Elli Sebastian getroffen, die sind auch mit dem Rad unterwegs und wir brauchen jetzt hier in diesem kleinen Supermarkt-Shop was zum Essen. Machst du jetzt mal hier Model oder was, René? Ja. Ich weiß nicht, ob der hält. So, wer entdeckt den Camper? Der ist da ganz klein an der Klippe nach unten. Aber wir haben hier eine gigantische Aussicht hier in diesem Tal. Dedeb-Schlucht, Entschuldigung. Geile Kiste. Was uns da entgegenkommt, ist das geil. 50er Jahre live. Das ist die Säuferecke. Was ist denn das? Smirnoff? Wodka. Uiuiui. Jetzt noch am Kloster Sanna hin. Hier der schöne schwarze Tuffstein. Das sieht ein bisschen aus wie eine Burg oder eine Festung mit tollen Gängen in der Mitte. Und dass man über einen Boden läuft, der eigentlich aus lauter Grabplatten besteht, ist schon irgendwie auch echt speziell. Da gehe ich jetzt mal ganz ehrfürchtig noch ins Innere der Kirche. Wir sind gerade in der Dedeb-Schlucht und fahren jetzt da durch. Das ist eine Schlucht, die da ein bisschen durchs Land führt. Jetzt im Markt in Vanazor und die Angie frisst sich hier gerade beim Fleischhändler durch. Wenn man besonders nett guckt, kriegt man noch ein Stück. Trockenfrüchte, wie eine Pracht. Mal probieren. Schmecken die? Schönheitspflege für den Camper. Eigentlich ist der Camper ja schon fertig, aber der freundliche Herr hier möchte noch ein bisschen mitwaschen. Und zieht jetzt hier seinen Wasserschlauch raus. Jetzt sind wir hier in Arapan im Backparadies gelandet. Der absolute Wahnsinn, was die hier an Backwaren produzieren. Kann man die bouncen? Ganz frisch geschlüpft. So, das war es wieder von mir. Im nächsten Video geht's nochmal in Armenien kurz und knackig. Und dann kommt dann schon mal der Iran. Ja, das wird spannend. Ich war selber noch nie da, auch nicht in Armenien. Armenien ist ja ziemlich bergig und es ist hier richtig kühl geworden. Deswegen geht es jetzt ein bisschen schneller nach Iran. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.